Hallo, hier sind wir wieder. In diesem Video möchten wir euch mitnehmen zum zweiten Teil unserer Reise von Kap zu Kap. Wir nehmen euch mit unseren Start in Deutschland quer durch Europa, Belgien, Frankreich, hierher ans wunderschöne Südspanien. Und mehr dazu seht ihr jetzt im Video. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind seit gestern Abend wieder unterwegs und sind gestern bis spät in die Nacht hineingefahren und haben die Nacht hier auf dem Parkplatz der Burg Satzwey verbracht. Es ist relativ früh am Morgen heute, denn wir wollen richtig Strecke machen und fahren ziemlich früh schon wieder weiter Richtung Süden. Einen wunderschönen, verregneten, guten frühen Morgen aus immer noch Deutschland, aber nicht mehr von zu Hause. Wir haben gestern unsere Reise nach Afrika, unsere Fortsetzung von Kap zu Kap gestartet. Und eigentlich wollten wir schon um 4 Uhr los, aber es war ein bisschen ein langer Abschied. Unsere Kinder waren da, unsere Freunde Robert und Rebecca waren noch da und es war auch ein bisschen, obwohl die uns bald schon wieder besuchen in Marrakesch, war es so ein bisschen ein trauriger Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil es jetzt diesmal doch schon lang ist. Und auch uns ging es so, dass wir für unsere Verhältnisse doch schon auch nervös waren. Irgendwie haben wir alles. Wie wird es sein? Wann kommen wir überhaupt wieder zurück? Wie wird es sein, wenn wir zurückkommen? Also es sind uns schon viele Sachen auch durch den Kopf gegangen, weil es doch schon eine lange, lange, lange Reise wird. Und auch so ein bisschen schon jetzt aufregend für uns war. Dann sind wir losgefahren, irgendwann so bei 5:30, 6:00 und haben dann hinter Köln bei Wesselingen, so nach einer Stunde Fahrt, festgestellt, dass wir die Markise vergessen haben. Wir hatten wirklich alles und auch alles 5-mal kontrolliert und hatten den Markise und den Windschutz hergerichtet in der Garage. Und ich und der Bernhard, wir sind alle nochmal durchs Haus und haben beide diese Markise irgendwie übersehen. Und dann sage ich so, haben wir eigentlich alles? Haben wir auch die Markise? Nö, wir haben die Markise nicht. Also sind wir dann nochmal die 100 oder 60 Kilometer zurückgefahren, die Stunde, haben unsere Markise geholt und sind dann losgefahren, allerdings erst um 8:30, war dann doch schon spät und sind dann aber bis 11:30 noch gefahren und stehen jetzt schon kurz vor der Grenze und jetzt fahren wir nach Luxemburg und dann geht es weiter nach Frankreich. Ja, und wie weit wir heute fahren, wissen wir nicht. Es ist jetzt erst 8 Uhr. Wir werden schon mal ein Stück fahren, dann irgendwo Mittagessen. Und wir wollen ziemlich viel Strecke machen, da wir, das haben wir euch noch gar nicht verraten, am 4. Oktober in Almería sein müssen, dürfen, weil wir da einen Termin haben. Und es wird ein spannender Termin. Wir treffen uns mit ein paar anderen Leuten zu einem Offroad-Training und fahren dann gemeinsam nach Marokko für dieses Offroad-Training. Also ja, es bleibt spannend. Wir fahren jetzt erstmal Frankreich-Spanien, nehmen euch mit, um uns dann nächste Woche in Almería zu treffen. Also 9 Uhr morgens, wir sind wieder auf der Straße unterwegs und ja, nachdem die letzte Woche von Tag zu Tag die Anspannung etwas gestiegen ist vor unserer Abreise, fällt sie jetzt ab. Wir haben die erste Nacht im Womo verbracht und wir sind jetzt schön langsam wieder in unserer normalen Reiseroutine. Wir fahren jetzt die A1 entlang Richtung Trier und wir werden auf jeden Fall heute noch Deutschland verlassen
Und mal schauen, wann wir wieder zurückkommen. Wir freuen uns auf jeden Fall tierisch auf alles, was vor uns liegt. Die ersten 300 Kilometer für heute haben wir schon geschafft. Es ist jetzt 2:30. Wir kommen eigentlich super voran. Es ist Samstag und es ist jetzt nicht so viel Verkehr. Es ist auch nicht zu regnerisch oder auch nicht zu sonnig. Es ist eigentlich optimales Fahrwetter. Wir wollen heute schon noch ein Stück fahren. Wir würden gern bis Lyon kommen, weil wir haben bis Almeria noch 1800 Kilometer. Wir wollen einfach ein bisschen Strecke machen. Und in der Gegend hier, Frankreich, waren wir auch schon viel. Und das Wetter ist auch nicht so berauschend. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir geben ein bisschen Gas und fahren so lange wir einfach noch können, bis es irgendwie zum Übernachten sich anbietet. Ich habe ein Dorf rausgesucht bei Lyon, das wir gern besuchen würden. Mal sehen, ob das klappt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ja, wir haben hier die Nacht verbracht, neben der Straße, hinter so einem kleinen Getreidesilo. Es ist morgens 6:30, wir sind schon wach, es geht heute weiter. Wir haben heute eine sehr weite Strecke zu fahren. Also geplant ist heute etwas über 800 Kilometer. Wir versuchen bis heute Abend den Spätzle Fritz zu erreichen. Spätzle Fritz sagt wahrscheinlich den meisten was. Und das soll unsere nächste Station werden. Und deswegen müssen wir heute morgen grauen vielleicht starten, um die 800 Kilometer zu schaffen. Aufstehen hat sich gelohnt und wir haben Spanien bereits erreicht. Wir haben die 550 Kilometer schon hinter uns gebracht und haben noch 350 Kilometer vor uns. Dann haben wir unser Tagesziel erreicht und haben dann den Großschlag gemacht von Lyon bis zum Spätzle Fritz. Legendär, aber wirklich lecker und cool da. Und ab da ist es dann nicht mehr weit nach Almeria. Wir fahren jetzt die AP7. Das ist hier die Straße, die durch Spanien am Meer entlang geht, noch entlang. Und hoffen, dass wir den Spätzle Fritz dann rechtzeitig erreichen, damit wir heute Abend unser Schnitzel essen können. Und dann vielleicht morgen ein bisschen weniger Strecke machen und uns im Meer irgendwo die nächsten 3 Tage noch erholen können, bevor wir dann am Donnerstag in Almeria sein müssen. In Spanien und wir sind auch schon ziemlich weit gefahren. Wir sind schon 300 Kilometer vor unserem Treffpunkt in Almeria. Wir sind in Santa Pola. Hier direkt am Meer haben wir einen traumhaften Platz gefunden. Wir sind schon 2-mal hier gestanden. Das ist hier an der Küste zwischen Alicante südwärts
Und da ist wirklich kilometerlang Platz zum Freistehen und die Polizei ist hier meistens recht kulant, wenn man es nicht übertreibt mit den Markisen. Ja, und so haben wir einen tollen Platz gefunden, hier direkt am Wasser. Wir hatten die letzten zwei Tage eine ordentliche Fahrerei, aber wir sind uns beide einig, dass es wirklich das wert war. Nachdem wir ja am Freitag unser Zuhause bei Köln verlassen haben und durch die Markisen-Episode nochmal umdrehen mussten, sind wir dann am Freitag gefahren bis Euskirchen, Burg Satzwey, und von da dann bis zum Spätzle Fritz. Und da sind wir heute Morgen aufgewacht. Es waren 800 Kilometer, also wir sind wirklich fast 900, 870 Kilometer am Stück gefahren. Es ist schon eine ordentliche Leistung und wir haben beide gesagt, es fährt sich eigentlich in unserem LKW besser wie in unserem Detlefs. Es ist so gemütlich, so leise und der läuft so ruhig dahin. Wir haben bei 90 km/h den Tempomat drin gehabt. Ja, und dann gingen eigentlich diese fast 900 Kilometer relativ gut vorbei. Dann haben wir beim Spätzle Fritz übernachtet. Jetzt kein echter Overlander-Platz, aber ein toller Platz für alle, die Richtung Süden fahren, weil das Essen da wirklich fantastisch ist. Dann sind wir heute Morgen aufgestanden und hatten noch 400 Kilometer, um hierher nach Santa Pola zu kommen. Und hier sind wir jetzt. Und natürlich haben wir auch schon wieder Hunger, nachdem wir jetzt 2-3 Stunden am Strand gesessen sind und uns einfach so ein bisschen von den letzten Tagen erholt haben, fahren wir jetzt rein in die Stadt und suchen uns ein leckeres Restaurant. Wie könnte es auch anders sein? Na, wie zu erwarten, haben wir auch was zu essen gefunden und was zu trinken. Oh, und wir haben es so vermisst. Wir haben uns gerade hierher gesetzt und wir haben gesagt, oh mein Gott, wir haben es einfach so vermisst und es ist so schön. Und jetzt gibt es erstmal kleine Baby-Kalamaris und diese leckeren kleinen frittierten Schrimpis, die hier aus der Bucht von Santa Pola sind. Na, und wer sich gedacht hat, das reicht doch den Collas nicht, der hatte völlig recht. Das war noch nicht alles. Wir haben noch einen leckeren Pulpo dazu bestellt und einen gemischten Salat. Ach, und wir freuen uns so, jetzt mit diesem Ausblick hier und in der Sonne dieses Essen zu genießen. Ich kann es euch gar nicht sagen. Was für ein wunderschöner Ausblick, oder? Also es hat sich jeder Kilometer gelohnt. Ich meine, die letzten zwei Tage waren echt anstrengend. 1000 Kilometer am Tag mit knapp 90 km/h oder 90 km/h zu fahren, das ist schon echt eine Strecke. Es waren über 2000 Kilometer, die wir seit Freitag spätabend zurückgelegt haben. Aber wir stehen jetzt hier in Santa Pola in Spanien, in Südspanien am Meer, nur noch ca. 300 Kilometer vor Almeria. Und wir sind so glücklich einfach. Wir sind auch ein bisschen müde und die vielen Eindrücke jetzt wieder. Und es ist auch alles ein bisschen aufregend, wenn man wieder unterwegs ist. Es ist einfach immer so. Aber jetzt stehen wir hier, haben einen tollen Platz gefunden, haben was Leckeres gegessen. Ja, und glaube ich, jetzt gehen wir dann auch ins Bett, beenden den Tag. Ja, morgen wachen wir am Strand auf und dafür hat sich's einfach gelohnt. Wir haben die erste Nacht in Spanien am Strand verbracht. Es war wirklich fantastisch. Die Fenster waren auf und wir haben nur das Meeresrauschen gehört. Heute Morgen einen fantastischen Sonnenaufgang. Also, ja, das ist schon eine tolle Sache. Und
Es war wirklich, wirklich gut, dass wir so schnell durchgefahren sind. Und wir sind so froh, hier zu sein. Jetzt trinken wir unseren Tee und schauen noch ein bisschen aufs Meer hinaus. Und später werden wir dann mal zum Einkaufen in den Mercadona fahren. Wir waren heute im spanischen Supermarkt unseres Vertrauens. Das ist bei uns der Mercadona. Wir waren ja schon zweimal ziemlich lang in Spanien und da haben wir den Mercadona wirklich lieben gelernt. Der hat auch eine tolle Fischtheke und Fleisch und frisch gepressten Orangensaft kann man sich da machen. Total toll. Und da haben wir Gambas geholt und Salat und haben uns ein bisschen eingedeckt und werden jetzt hier direkt am Wasser auf unserem Platz in Santa Pola unser Abendessen genießen. Knoblauch. Gambas, eingelegten Knoblauch und Zitronenöl hier auf dem Induktionsgrill, den wir lieben. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Ja, wir haben uns auch gleich ein bisschen eingedeckt im Mercadona, weil wir ja übermorgen am Donnerstagabend bzw. Freitagmorgen in Almería am Hafen sein müssen. Und ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob wir euch das schon erzählt haben. Wir haben es immer wieder mal erwähnt, wir müssen nach Marokko, wir haben einen Termin, wir müssen nach Almería. Wir machen ja sonst eigentlich keine Termine, auch keine Fährtermine, aber wir haben eine Educative Marokko Trainingsreise gebucht bei Expedition for Trucks. Das sind zwei Niederländer. Nancy und Hans. Und die fahren selber auch ein Dreiachser-Wohnmobil, auch ein MAN. Ja, und die reisen seit Jahren Vollzeit und bieten für neue MAN-Besitzer so eine Art Training an, wo man in der Wüste am eigenen Leib erfährt, was man kann und was man nicht kann, wo man gewisse Routen fährt, wo andere dabei sind, wo die dann vielleicht auch mal helfen können, wenn man sich zu doll eingebuddelt hat. Wir üben Reifen wechseln. Ja, was wir alles üben, werden wir dann sehen. Auf jeden Fall geht das über 2 Wochen. Ja, und da wir das gebucht haben, schon bei der Abenteuer Allrad im April, setzen wir eben am Freitag mit, ich glaube, 6 oder 8 anderen Wohnmobilisten, Overländern nach Marokko über, um dann eben die ersten gut 14 Tage gemeinsam in der Wüste zu verbringen und uns gegenseitig zu helfen, zu trainieren, was wir alles brauchen. Und deswegen haben wir Termine, positive Termine und genießen heute und morgen nochmal die Einsamkeit, bevor wir dann eben am Donnerstagabend in Almería eintrudeln und am Freitag dann gemeinsam nach Marokko übersetzen. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Und ich sitze jetzt vor unseren leckeren Knoblauchgambas, die riechen schon. Und deswegen essen wir jetzt. Wir haben auf diesem Parkplatz bei Cabo de Gata eine wunderschöne Nacht verbracht. Das ist ca. 30, 40 Kilometer von Almería entfernt. Und morgen haben wir auch noch gewaschen, da wir jetzt anschließend noch Wasser auffüllen und Grauwasser ablassen, um dann nach Almería zu fahren
und morgen mit vollen Diesel- und Wassertanks nach Marokko überzusetzen. Guten Morgen, wir arbeiten jetzt als Fernfahrer. Nein, tun wir nicht. Aber wir haben tatsächlich hier übernachtet. Und ich habe die ganze Nacht, während ich nicht schlafen konnte, weil hier die Hölle los war, zum Bernhard gesagt, boah, ich habe so Respekt vor den Truckern, echt. Es ist echt ein harter Job. Also wir sollten wirklich, wenn wir das nächste Mal auf der Autobahn uns irgendwie aufregen über irgendeinen LKW-Fahrer, dran denken, was die für einen harten Job haben. Weil hier dann zu schlafen und danach seine 8-Stunden-Schicht runterzureißen, ist echt nicht ohne. Wir haben hier direkt am Hafen von Almeria übernachtet, weil wir jetzt früh die Fähre nehmen wollen. Das heißt, tatsächlich, ich glaub's noch gar nicht, wir verlassen Europa. Wir betreten den nächsten Kontinent mit unserem Goldschatz. Und ich hoffe, dass wir auf diesem Kontinent lang bleiben werden. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, wir werden sehen, wie es uns gefällt, wie es funktioniert. Jetzt geht's noch kurz zu einem morgendlichen Besprechungstermin hier am Truck von Nancy und Hans. Da gehen wir jetzt mal rüber und hören uns an, was es zu sagen gibt für unsere Reise in die Wüste, für die Expeditionstour, was wir alles machen werden, Reifen wechseln, keine Ahnung. Wir werden es jetzt vielleicht erfahren. Haben Marokko erreicht. Es war entspannt. Also wir hatten ja die Fährfahrt ab Almeria Richtung Nador und dachte ich mir so, das ist ein bisschen lang, das sind schon 6 oder 7 Stunden. Aber die Fähre war so entspannt. Wir waren da schon zweimal in Marokko. Da haben wir Algeciras Tangermed genommen und da war die Fähre proppenvoll. Geht zwar nur eine Stunde, aber es war proppenvoll. Und jetzt hier muss ich ehrlich sagen, es war eine ganz entspannte Atmosphäre. Das war Balear, also eine spanische Fährgesellschaft. Und das war wirklich eine gute Erfahrung. Dann sind wir runter. Es war alles super organisiert von Expedition for Trucks. Es war echt mega organisiert. Wir sind hier nur am Zoll. Wie lange haben wir gebraucht? Eine halbe Stunde? Also länger bestimmt nicht. Wir haben unsere Ausweise abgegeben. Die Ausweise wurden schon gestempelt auf dem Schiff. Das heißt, die Einreise bei dieser langen Fährfahrt findet eigentlich schon auf dem Schiff statt, sodass, wenn man dann eigentlich runterfährt, nur noch die Kontrolle stattfindet. Also die Zollnummer kommt und reinguckt, ob alles in Ordnung ist, fragt, ob man Alkohol, Drogen und was dabei hat. Also nur noch mal eine kurze Kontrolle, echt nett, freundlich. Und den Stempel hat man schon und auch sein Fahrzeug ist schon eingetragen. Ja, und so würde ich mal sagen, wenn alles gut läuft, ist man in einer halben Stunde durch und wird in die Freiheit Marokkos entlassen. Und ja, wir sind jetzt hier, wir freuen uns. Wir sind natürlich trotzdem müde. Es ist immer ein bisschen aufregend. So eine Grenze ist halt nicht mehr Europa, ne? Ja, und jetzt fahren wir noch ein Stück und dann schlafen wir hier im Hafen oder außerhalb des Hafens. Und morgen beginnt für uns dann der Start hier in Afrika, der Start in Marokko. Und für euch bedeutet das, dass das Video jetzt hier endet. Und wenn ihr mit uns durch Marokko reisen wollt und durchs wunderschöne Afrika, vielleicht auch gespannt seid, wie weit wir kommen und was wir alles erleben, dann liked dieses Video.
bleibt dabei bei uns, abonniert am besten den Kanal, drückt die Glocke, damit ihr nichts verpasst, da wir ja eher unregelmäßige Hochlader sind, und folgt uns auch auf Instagram.